Duftnasen da draußen. Ich hatte letzte Woche Geburtstag und ich habe viele schöne Pakete bekommen. Und die möchte ich euch zeigen. Allerdings werde ich es anders machen als die Jahre zuvor. Da habe ich euch ja immer gezeigt, hier ist Paket von X, hier ist Paket von Y, hier von Z. Das dauert immer sehr lange und ich dachte, ich fasse die Pakete jetzt alle zusammen. Ich sage euch nicht mehr explizit, was von wem war. Und mal schauen, ob wir damit schneller durchkommen. Ein Paket ist noch unterwegs. Das kommt ein bisschen mit Verspätung. Das werde ich dann gesondert abfilmen. Das heißt, ihr habt einmal ein oder zwei Videos, je nach wie lang das dauert, das ist recht viel, gemischt, also von mehreren Personen. Und eins ganz klassisch gedreht, Paket von XYZ. Und dann könnt ihr entscheiden, welches ihr besser findet. Also nicht welches Paket, die Pakete sind alle toll, wirklich, sondern das Drehformat. Mögt ihr es lieber, wenn ich es einzeln zeige oder wenn ich es zusammenfasse? Ich hoffe, dass meine Kamera mitmacht und nicht wieder alles so verschwommen anzeigt und unscharf wie im letzten Video, im letzten aufgebraucht. Ich hoffe, die Kamera wackelt nicht zu sehr und macht nicht wieder so komische Flecken. Es tut mir unglaublich leid. Ich weiß nicht, was mit dieser Kamera los ist. Sie ist für Fotos wirklich toll, ja, aber für Videos eben nicht. Und eine gute, ordentliche neue Kamera kostet viel Geld und das habe ich momentan so nicht. Deswegen verzeiht mir das bitte. Also erstmal muss ich sagen, ich zeige euch nur die duftenden Sachen aus den Paketen. Da waren aber überall total süße Karten bei. Das an sich finde ich ja schon schön, dass an mich gedacht wurde. Und dann waren da noch so tolle Geschenke. Es gab Süßkram, es gab Pflegemasken, Seifen, Bath & Body Works, Body Sprays. Es gab Söckchen, es gab ein total süßes Osterkörbchen. Ein Notizbuch mit dem Hogwarts-Wappen. Ja, es gab also noch vieles dazu. Ich zeige euch aber nur Kerze und Wachse. Die Pakete kamen vom lieben Manuel, von der lieben Julia. Ich lese das ab, Leute, damit ich niemanden vergesse. Von der lieben Susanne, von meiner lieben Manu, von der lieben Manuela und von der lieben Katrin. Und ich bedanke mich bei euch allen. Jedes einzelne Paket fand ich wunderschön. Und ich habe an meinem Geburtstag direkt morgens um 7 Uhr angefangen auszupacken und habe gestrahlt wie ein Honigkuchenpferd. Einfach, weil es so, so schön war. Ja, so viel vorab. Jetzt weiß ich gar nicht, womit wir beginnen sollen. Ich nehme mir einfach mal hier einen Karton. Ich habe das hier in verschiedenen Kisten und Kartons stehen. Ja, und ich möchte das jetzt abfilmen, weil da sind auch frühlingshafte Düfte dabei. Und ich möchte, dass die bald in der Duftlampe landen. Und ja, die ganze Zeit hier überall Kartons und Kisten stehen zu haben, das ist ja auch nicht so schön. Okay, wir fangen einmal an. Ich habe einmal in einem Paket vorgefunden von Meine kleine Duftwelt den Amaretto Sour. Den hatte ich schon zweimal als Pröbchen. Und er riecht für mich gar nicht so sehr nach Amaretto oder nach so einer Sournote. Obwohl er hier am Popo schon so riecht, aber ich kenne ihn ja auch warm. Für mich ist das Kindheitserinnerung, denn er erinnert mich an Hupa Bupa Kirsch. Und ja, ich finde den gut. Dann habe ich von EBM Creations den Märzduft vom letzten oder vorletzten Jahr, ich weiß es nicht. Green Clover und Aloe. Den habe ich auch schon mal. Ich habe aber nur noch zwei Stücke drin und ich freue mich umso mehr, dass ich noch ein Clamshell habe. Das ist einfach so ein schöner, grüner, frischer Duft. Und ich liebe grüne, frische Düfte im Frühling so, so sehr. Ich freue mich. Ich habe einen Snapper von Hügebi. Und da muss ich gleich dazu sagen, mit Hügebi hatte ich oft Probleme. Also die Düfte fand ich schön, aber die waren ja für meine Nase nicht stark genug. Hügebi soll aber das Wachs geändert haben. Und deswegen bin ich sehr gespannt. Ich habe hier zwei Düfte von Hügebi. Den einen nehme ich kalt sehr gut wahr und den zweiten sogar sehr, 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 sehr gut. Da habe ich einmal den Clementine Sunrise und ich liebe ja Clementinendüfte. Und der riecht auch so. Der riecht so richtig schön nach einer saftigen, süßen Mandarine.
Den Sunrise rieche ich noch nicht, aber ich denke, dass hier Amber mit drinnen ist. Und deswegen das Sunrise. Ich bin so gespannt, wie die Düfte alle warm sein werden. Jetzt kommt der Duft von Hügebi, den ich sehr, 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 sehr gut wahrnehme im kalten Zustand. Er heißt Aphrodite. Das ist ein richtig hübsches Melt, was man wahrscheinlich in meiner Kamera nicht sieht. Der hat lauter so kleine Röschen auf dem Herzen. Und der riecht so krass feminin parfümig. Monster. Ich freue mich so. Der wird bestimmt in der Lampe ganz, ganz toll sein. Dann von Heart & Home. Die Gartenwicke. Ein schöner Gartenwickenduft. Amber. Und auch das Erdbeereis. Alle drei Düfte kenne ich. Und ich finde auch alle drei gut. Auch das Erdbeereis ist lecker. Und ich glaube, von der Gartenwicke und vom Erdbeereis habe ich sogar noch welche hier. Das macht aber nichts, denn ich mag die wirklich ganz gerne. So. Dann gab es einen Gutschein und ich kann euch den sogar schon zeigen, inklusive dem Code. Der ist nämlich bereits eingelöst. Das heißt, falls jetzt jemand denkt, oh toll, Gutscheincode, schreibe ich mir ab, bringt euch nichts. Der ist bereits eingelöst und damit nicht mehr gültig. Von der Wachsmacherei im Wert von 25 Euro. Ihr glaubt gar nicht, wie ich gequetscht habe. Also, ja, mega, ne? Und von diesen 25 Euro habe ich mir bestellt den Lavender Peaches. Das ist so ein Vierer Clamshell. Drinnen sind saftige Pfirsiche, französischer Lavendel, helle Hölzer, Zitrusfrüchte, warmer Bernstein und Sandelholz. Und der sieht dann so aus mit so einem Lavendelsträußchen und ist zweifarbig gegossen. Und da kommt mir als erstes diese Peach-Note, diese Pfirsichnote entgegen, die auch recht gut ist, nicht so künstlich. Und im Hintergrund ist dann der Lavendel. Ich bin sehr gespannt, wie eigentlich bei allen Düften, wie er warm sein wird. Dann habe ich die pinke Lavendelmilch. Da ist drin französische Lavendel, Sojamilch, Tonkabohne, Bergamott, pinker Zucker, Zitrone und heller Moschus. Und den Duft kannte ich. Oh, ich zitter voll, weil ich aufgeregt bin. Obwohl ich alle Düfte kenne und auch an allen schon geschnuppert habe. Ich bin aufgeregt. Ein süßer, cremiger Lavendelduft. Oh, wunderschön, wunderschön. Für den Sommer habe ich, für den Frühling jetzt habe ich mir den Fairy Tale bestellt. In dem sind drinnen englische Rosen, Geranienblüten, Ozonluft, Meeresgischt, Königsfarn, Pfingstrose, Gardenien und helle Hölzer. Und das ist ein richtig großes Melt. Guck mal, das ist so eine riesige Kugel an meiner Hand gemessen. Ne? Ein Riesending. Und das riecht unglaublich nach Frühling. Ich rieche die Rosen, ich rieche die Pfingstrosen. Ich rieche dieses Frische, wahrscheinlich von der Ozonluft und der Meeresgischt. Oh. So einen Duft lasse ich mir im Frühling so, so gern gefallen. Bereits für den Sommer habe ich den Tangerine Cream Soda. Da ist drinnen Mandarinensaft, Rohrzucker, kalifornische Orange, Vanillekaramell, Grapefruit und Sahnecreme. Das Melt ist auch sehr hübsch. Das ist wie so eine Getränkedose. Und der riecht nach Mandarine, Orange und dieser Sahnecreme. Er erinnert so ein bisschen an die Dream und Creamsicle Düfte. Und sowas mag ich im Sommer so gerne. Yummy.
Wird bestimmt alles ganz, ganz toll werden in der Lampe. Und der letzte Duft aus der Reihe ist der Seaside Cottage. Den habe ich mir aufgrund der Duftbeschreibung einfach mitbestellt, habe aber eigentlich gar nicht große Erwartungen dran gehabt. Drinnen sind, Moment, die sind sehr klein, Treibholz, Salzwasser, Tonkabohne, Sandelholz und Vanillemoschus. Und natürlich habe ich mit einem frischen, holzigen Duft gerechnet, was es auch ist. Moment, auf dem Melz sitzt erstmal hier so ein kleiner Anhänger, so ein Anker. Es ist auch ein frischer, holziger Duft, aber ich habe ihn nicht so schön erwartet. Er ist frisch, salzig, holzig, aquatisch und ein bisschen parfümig. Ich finde den Kalt so wunderschön. Oh, ein Träumchen. Aber ich mag Dannys Düfte ja sowieso sehr gerne. Genau. Und das waren die Düfte, die ich mir von dem Gutschein bestellt habe. So, dann zeige ich euch mal eine Kerze, die kam von Woodwick, eine Knisterdochtkerze, Island Getaway. Ihr wisst, ich liebe Knisterdochtkerzen und die von Woodwick am meisten, weil sie am schönsten runterbrennen und natürlich die beste Duftabgabe haben. Ich kaufe mir zwar auch immer mal wieder günstige, dann ist das aber mehr so fürs Ambiente, ne? Und Island Getaway riecht schon irgendwie tropisch fruchtig, sehr cremig, süßlich und ich habe das Gefühl, dass da auch noch so ein paar florale Akkorde hinter dem Fruchtigen mitschwingen. Ich freue mich so sehr. Ich habe so lange keine Original Woodwick-Kerze mehr mir gekauft. Ja, und jetzt freue ich mich, dass ich wieder eine habe. So, wo machen wir denn weiter? Machen wir noch eine Kerze. Yankee Candle Soft Woolen Amber. Ich habe diesen Duft jetzt schon 3 oder 4 Mal als Melt gehabt und ich habe euch immer im Aufgebraucht gesagt, es ist nicht der stärkste Yankee-Duft, aber er ist wunderschön und irgendwann kaufe ich mir die Kerze. Und jetzt habe ich den mittleren Housewarmer geschenkt bekommen. Das ist so ein schöner, kuscheliger Duft. Ja, leider wie gesagt nicht der stärkste, aber ich werde mir davon eh wahrscheinlich Melts abziehen und in Clamshells füllen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich ihn genießen werde. Eine schöne Kerze. Dann mache ich mal hier mit weiter. Da habe ich von Meine kleine Duftwelt Cashmere and Silk. Ein sanfter Kaschmirduft, kuschelig, aber nicht zu parfümig, sondern wirklich eher nur auf einer kuscheligen Basis. Meine kleine Duftwelt. Narciso ist ein Parfümdupe und ich kenne das Originalparfum dazu nicht. Aber ich finde, das riecht unglaublich gut. Und ich müsste mir das Parfum vielleicht mal anschauen. Ja, gefällt mir. Und wenn ich jetzt so auf den Kontrollmonitor schaue und sehe, dass ich nur noch 13 Minuten habe, bis ich neu starten muss und wie viel hier noch liegt, heieiei, ich werde dieses Video bestimmt in mehrere Teile aufteilen müssen. Es ist zu viel. Wir machen weiter. Meine kleine Duftwelt. Luxurious, Cocoa und Musk. Da bin ich sehr gespannt, wie der warm sein wird. Ne? Denn es ist Kakao drin. Und den riecht man auch. Der ist aber sanft und mild und nicht so eklig ranzig, wie ich oft Kakaonoten wahrnehme. Und dann riecht man tatsächlich auch den Moschus. Da ist dieses Parfümige. In meinem Kopf bekomme ich das noch nicht zusammen. Schokolade und Parfümig. Ich lasse mich überraschen. Ich lasse mich überraschen. Nochmal meine kleine Duftwelt. Fresh Cut Rose. Ihr könnt das wahrscheinlich gar nicht lesen.
Da erübrigt sich eigentlich jede Erklärung, ne? Ähnlich wie der von Yankee, nur der von Yankee, das ist ja so einer, der springt einem ins Gesicht und sagt, hallo, hier bin ich. Und er ist hier ein bisschen sanfter, aber grundsätzlich ist es schon der gleiche Duft. Und noch einmal meine kleine Duftwelt, ein Duft für den Herbst, Dragon's Breath. Ein Duft mit Patchouli, wie so viele Dragon-Düfte, den ich auch super toll finde. Allerdings durch die Patchouli-Note geht das für mich nur in einem bestimmten Teil des Jahres, nämlich im Oktober bis Mitte November. Also ich sage immer so rund um Halloween. Aber mag ich. Wird für den Herbst aufbewahrt. Dann habe ich hier noch von meiner kleinen Duftwelt ein paar Duftproben. Die gehen wir jetzt nicht einzeln durch. Ich zeige sie nur kurz. Das ist alles Parfümtubes. Einmal der Nummer 5. Der Klassik. Sie. Und Olympia. Olympia hatte ich übrigens schon einige Wachstubes zu dem Parfum. Fand ich immer toll. Dann gab es ja auch noch das Goodie, das so mitgeschickt wurde. Thank you for your order, auch von meiner kleinen Duftwelt. Gummibärchen. Das Melt ist total süß und in einem schrillen Neongelb. Das ist so ein Kätzchen. Und ich finde, das hat einen sehr zitrischen Duft. Hier fliegen die kleinen Wachskrümel. Ich muss gleich staubsaugen. Sehr zitrisch und es riecht auch süß und nach was zum Essen, aber nicht wie Gummibärchen. Also nein, vielleicht eher wie ein Kaubonbon, aber nicht Gummibärchen. Gummibärchen riechen anders. Eine kleine Woodwick-Kerze in White Teak, also hier so ein Teelicht, kenne ich auch schon den Duft. Ist ein schöner, holziger Duft, ne? Sehr maskulin dadurch. Ja, und es ist ein Knisterdochtkerzlein. Ich liebe es. Von Soul Fragrances Psychedelic Art. Das ist der hier. Der hat drin hawaiianisches Sandelholz und gezuckerter Moschus. Das Wachs ist schwarz auf der einen Seite und mit so einem Neongelb oder Grün hinten. Finde ich jetzt kalt am Melt geschnuppert ein bisschen schwach. Ich denke, dass das warm viel mehr kommt und dass dann auch dieses Parfümige durchkommt. Denn er riecht kalt jetzt gar nicht so parfümig, wie man mit Sandelholz und Moschus, wie man denkt. Aber ich denke, dass das warm kommen wird. Nochmal Soul Fragrances. Red Teak Wood. Ups, jetzt fällt es fast. Das ist hier so ein Clamshell. Da ist drinnen Zitrusfrüchte, Jasmin, Rose, Maiglöckchen, dunkle warme Hölzer, Moschus und Vanille. Und auch der riecht wunderbar holzig. Dürfte für mich so ein Spätsommer-Herbstduft sein. Ja, gefällt mir sehr gut. Und wenn ihr es jetzt knacken hört, dann ist das meine Katze, die es irgendwie liebt, immer dann zu essen, wenn ich euch ein Video drehe. Von Better Homes and Gardens habe ich diese Scent Burst. Das sind so, ja, ist das Holz oder Papier, klein zusammengerollt. Die gibt man in die elektrische Duftlampe, dort geben sie ihren Duft ab. Und wenn die nicht mehr riechen, entsorgt man sie. In dem Fall in dem Duft Pure White Woods. Und auch das ist ein holziger Duft. Na, geh auf. Ja, ein sehr holziger Duft, wenn man an dem Tütchen riecht, kommt einem geballt das Öl entgegen, dadurch, dass diese Bursts so parfümiert sind. Es riecht halt anders, als wenn man an Wachs riecht. Ich hatte schon einmal Scent Bursts. Ja, ich fand sie okay. Sagen wir es mal so. Mal schauen, wie der hier sein wird.
Dann von Yankee Candle, Aloha und Agave. So ein schönes Clamshell. Das ist ja ein toller Duft. Dieses Clamshell ist mir unglaublich schwer aufzumachen. Das sitzt so stramm. Süßlich, grün, frisch. Ein unglaublich schöner, frühlingshafter Duft. Auf den freue ich mich ganz, ganz besonders, weil der riecht irgendwie, ja wie gesagt, frisch und grün und süßlich. Und irgendwie auch fröhlich und beschwingt und finde ich ganz, ganz toll. Better Homes and Garden, Rainwater and Moss. Da ist drin Rainwater, Lotus, Lavender, Red Cedar, Frosted Patchouli und Moss. In so einem ganz dunkelblauen Wachs. Und der riecht toll. Der riecht sehr aquatisch. Man riecht diese Regennoten. Er hat was ganz leicht Maskulines, bestimmt durch das Moos. Und durch die rote Zeder. Ist für mich aber vor allem ein frischer, holziger, wässriger Duft. So, ja, finde ich sehr schön. Country Candle Midnight Snow. Ups. Ein Duft mit Minze. Mir kommt sofort die Minze entgegen. Und was Holziges. Und auch was Frisches, leicht Grünes. Ich hatte den auch schon mal, das weiß ich. Und ich weiß auch, dass ich ihn schön fand. Country Candle Warm and Fuzzy. Auch den hatte ich schon einmal. Auch er hat was Holziges, was Kuscheliges. Da ist definitiv Kaschmir drinnen. Da ist aber auch eine florale Unternote. Ja, auch schön. Better Homes and Gardens, Wild Lavender und Linen. Da ist drin Lavender, Linen, Herbs, Cotton Blossoms und Fruit Scent Notes. In einem schönen Lila. Da weiß ich noch nicht, ob ich den pur düftel oder ob ich mir da noch ein bisschen mehr Lavendel drunter mische. Denn kalt riecht man diese Leinen- und Baumwollnoten schon sehr dolle raus und da tue ich mich sehr oft mit schwer. Und wenn man die kalt schon so gut riecht, ich kenne Better Homes and Gardens, dann werden die Farben noch viel, viel intensiver sein. Aber ich denke, wenn ich mir da noch ein bisschen puren Lavendel drunter mische und die Lavendelnote verstärke, dann dürfte das ganz gut gehen. Ein Duft, den ich ebenfalls schon kenne und auch schon hier habe, macht aber nichts, weil ich den schön finde. Better Homes and Gardens, Mahogany und Sandalwood. Da ist drin White Mahogany, Sandalwood, Birchwood, Juniper Berry, Balsam, Amber und Citrus. Und das ist ein holzig-parfümiger Duft, der auch wunderschön ist. Country Candle, Candy Cane, Cashmere. Den hatte ich noch nie und der riecht so, wie er heißt. Man riecht diese süßen Pfefferminz-Zuckerstangen, die hier auf dieser Tasse sitzen. Der hat aber tatsächlich auch was Kuscheliges, Einhüllendes von Kaschmir. Das wird im nächsten Winter eins meiner Highlights werden, das weiß ich jetzt schon. Kalt toll. Ein Duft, den ich schon zweimal hatte und richtig toll fand von Sensationals, ist der Vanilla Pine. Das ist eigentlich ein normaler Pinienduft, der aber durch die Vanille ein wenig weicher und runder und sanfter gemacht wurde. Aber wer auf Nadelbäume steht, wird den mögen. Ich muss langsam gucken, wo ich hier hinstapel. Es wird voll neben mir. Ebenfalls ein Duft, den ich schon mehrfach hatte und toll finde, ist von Country Candle, der Golden Tobacco. In schwarzem Wachs.
Und das ist eine richtig schöne Tabaknote, der irgendwie was hat, so. Der ist schon so ein bisschen sexy. Ich kann euch nicht sagen, woran das liegt. Wunderschön. Wunderschön. Sensationals Cedar and Lavender. Auch den kenne ich schon. Ein wunderschöner Lavendel-Holzduft. Leute, wunderschön. Gucken, ob ich die letzten zwei Clamshells noch reinkriege, bevor ich hier neu starten muss. Kringle Candle, der Christmas Cabin. Der ist für mich neu. Und er hat tatsächlich diese, einerseits diese Cabin-Noten, ein bisschen holzig, ein bisschen frisch, ein bisschen nadelig und hat darunter weihnachtliche Gewürze, Zimt, Nelke. Ja, eine schöne Kombi. Und Country Candle, Christmas Time in the City. Auch der ist für mich neu. Hatte ich auch noch nie. Und der riecht einerseits nach weihnachtlichen Gewürzen, hat aber irgendwie auch was Florales und was Bäriges. Ich kann den nicht beschreiben, gefällt mir aber kalt sehr gut. Und jetzt muss ich die Kamera neu starten. So, ich hoffe, dass das Bild klar bleibt. Naja, lassen wir das Thema mit meiner Kamera. Dann habe ich hier wieder eine Kerze von Village Candle aus der Gentleman's Collection, der Spiced Tobacco and Honey. Honignoten sind bei mir manchmal schwer. Es gibt Honignoten, die sind mir zu heftig, die mag ich nicht. Die Honignote hier ist wunderschön. Er riecht nach Tabak und nach Honig, genau das, was draufsteht, das ist. Wenn man Tabakdüfte mag, sich dann vorstellt, so ein bisschen süßlicher durch die Honignote, der mag den auch. Und ich wurde gefragt, ob der ähnlich ist wie der, na, wie hieß er denn? Mighty Dragon, der war auch von Village Candle, damals in klassischen Housewarmer-Design, glaube ich. Ich meine, nein. Allerdings, dass ich an Mighty Dragon gerochen habe, ist Jahre her und ich hatte den auch nur zweimal als Wax Crumbs. Vielleicht sind sie doch sehr gleich und das ist nur ein neues Packaging. Ich würde jetzt meine Hand nicht dafür ins Feuer legen. Ich behaupte aber, dass der Mighty Dragon noch ein bisschen anders roch. Allerdings sind die Duftkomponenten in beiden Kerzen schon sehr, sehr, sehr ähnlich. Also ich lege nicht meine Hand dafür ins Feuer, dass es nicht der gleiche Duft ist. Ja, wunderschön. So, jetzt muss ich hier mal ein bisschen umsortieren. Ein Highlight für mich von Bath & Body Works, der Warm Vanilla Sugar. Einer der schönsten Bath & Body Works Düfte für mich. Man riecht Vanille, man riecht Sandelholz, der ist parfümig, der ist kuschelig und weich und ich liebe Warm Vanilla Sugar. Und jetzt habe ich ein Kerzchen davon. So, es wird hier langsam voll. Moment, einmal anders hinsetzen. So, wir kommen zum nächsten Teil. Ach, Herrje. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Römerkreation, sanfte Creme. Und genau so riecht es. Da ist der Name Programm. Es ist eine sanfte Creme. Sie geht ein bisschen in die Richtung wie die berühmte Creme in der blauen Dose. Sie ist nur nicht so krass in Duft, sondern ein bisschen sanfter eben. Aber so grundsätzlich geht es mal in diese Richtung. Mag ich. Von Miss Curly Wax, Fresh Cut Grass. Auch das mag ich. Es ist einfach nur frisch und grün und grasig und im Frühling lasse ich mir das so, so gern gefallen, das glaubt ihr gar nicht. Mmh.
Ich wühl mal so ein bisschen. Von Miss Curly Wax White Sandalwood. Den werde ich jetzt nicht aufmachen, sonst brauche ich Jahre, um den wieder zuzumachen. Ein sanfter, holziger Duft. Sehr sanft und leicht parfümig. Ich hatte den schon mal und habe den überwiegend zum Mischen verwendet. Das werde ich vermutlich mit dem hier auch wieder machen. Der ist zwar auch pur ganz schön, aber ich finde, gemischt ist der noch schöner. Der Durstlöscher von Miss Curly Wax. Auch den lasse ich jetzt zu, sonst nimmt das Video später gar kein Ende mehr. Ist für mich ein Limonadenduft tatsächlich und toll für den Sommer. Miss Curly Wax Cherry Blossom. Und den hatte ich vorher tatsächlich noch nie. Ich kenne etliche Düfte von Jenny. Cherry Blossom kannte ich bisher nicht. Aber das ist ein schöner Cherry Blossom Duft. Er ist frisch und süß, aber nicht zu süß. Er hat was Florales. Und diese Süße, die da mitschwingt, ist, als wenn so ein Hauch von Bubblegum mitschwingt. Ist aber, wie gesagt, jetzt nicht so heftig. Also man riecht schon das Florale und dann eben diese Süße wie vom Bubblegum. Hat was, freue ich mich sehr drauf. Wohin? Moment, ich pack's direkt aus. Von Sol Fragrances, der weiße Lavendel, hatte ich schon einmal, fand ich großartig und ich freue mich jetzt wieder einen Snapbar zu haben. Das ist eine ganz besondere Lavendelnote, also es riecht anders als andere Lavendelnoten, ist für mich aber schwer zu beschreiben. Auf jeden Fall hat er sowas, ja fast schon pudrig-parfümiges. Ich weiß, dass ich damals das Snapbar sehr genossen habe und ich werde auch den hier wieder sehr genießen. Der nächste Duft, den habe ich bereits. Der ist in meiner Frühlingskiste und sollte eigentlich die nächsten Tage in meiner Lampe landen. Und jetzt habe ich noch ein bisschen mehr, nämlich die kandierten Veilchen von der Wachsmacherei. Da ist drin Veilchenblüten, Rosenknospen, Heliotrop, rote Früchte, Vanillemoschus und Pudernuancen. Das Melt schaut so aus. Und er riecht süß und nach Veilchen, aber nicht mal wie die Süßigkeitenveilchen, diese Pastillen, sondern anders. Dadurch, dass es kandiert ist, riecht es aber tatsächlich wie eine Süßigkeit und gar nicht mehr so floral. Und er hat was Pudriges, pudrig-parfümiges. Ich finde den kalt super. Wie gesagt, ich habe da schon ein Melt von. Und ja, jetzt habe ich es zweimal. Aber das ist nicht schlimm. Miss Curly Wax Butterfly Hugs. So. So schaut das Ganze aus. Sehr hübsch gegossen. Und das ist ein Duft, den ich noch nie beschreiben konnte. Es gibt den bei fast allen Gießern. Bei manchen heißt er Butterfly Hugs, beim nächsten heißt er Butterfly Kisses. Manche nennen ihn dann Deutsch Schmetterlingsküsse. Es ist ein sanfter, cremiger Duft mit floralen Nuancen. Aber so richtig beschreiben konnte ich den noch nie. Ja, ist was Frühlingshaftes. Auf jeden Fall. Dieses süße Melt hier ist von Iceflower Sugar Dipped Rose Petals, Sweet Oranges, Lemon, Pink Roses, Jasmine, Vanilla Bean und Pink Musk. Na, geh auf. Guckt euch dieses wunderhübsche Melt an. Eine weißen Rose mit Rosenknospen, das Wachs ist rosa. Und der riecht nach Rose.
Der riecht süß, der riecht parfümig. Oh, ich liebe das. Ich bin mir jetzt auch schon ziemlich sicher, dass ich den auch warm lieben werde. Ein Träumchen. Dann, Moment. From the Kitchen of Heart. Diese Tüte ist ganz süß. Ist Ice Flower Hugs and Kisses. Rose Petals, Sweet Vanilla, Clove Leaf, Jasmine, Water Lily, Sandalwood und Musk. Und das ist hier so Lippen. Und auch der ist traumhaft schön. Auch er riecht ein bisschen pudrig, parfümig und floral und unglaublich schön. Davon würde mir sogar ein Parfum gefallen. Ist für mich auch schon was für den Frühling. Sorry, wenn ich jetzt ein bisschen schneller durchgehe, aber es ist noch so vieles, was vor uns liegt. Und ja, wir wollen ja auch durchkommen, ne? Ich habe so viele schöne Sachen bekommen, Leute. Ice Flower, Sing Me a Song. Da ist drinnen Clean Ocean Water, Warm Vanilla, Amber, Driftwood, Lemon, Vetiver und Sea Salt. Und ihr seht das nicht, aber das ist so leicht metallicfarben, das melt. Wunderschön. Und der riecht frisch, man riecht dieses Ocean Water und auch Driftwood raus. Der ist dabei aber nicht so holzig. Durch die anderen Sachen, ja, die nehmen von dem Holzigen dieses schwere Maskuline weg, sodass der einfach nur wunderschön ist. Frisch und parfümig und yummy. Dann habe ich von Iceflower eine Custom Order, Mirabelle Joghurt. Ja, ich weiß nicht, wahrscheinlich könnt ihr das nicht lesen. Meine Kamera, ihr wisst. Und der schaut so aus. Das ist ein krasses Orange mit ein bisschen Gelb drunter. Und der riecht toll. Ich kann euch nicht sagen, ob die Mirabelle authentisch ist. Ich habe in meinem Leben vielleicht zweimal Mirabellen gegessen. Ist jetzt nicht das Obst, das ich mir so kaufe. Auch Mirabellen, Kuchen oder so, ist jetzt bei uns nicht so häufig am Tisch. Aber der riecht wunderschön. Der hat was Fruchtiges, was Süßes. Und dann dieses Frische durch den Joghurt. Der ist bestimmt im Sommer monstermäßig gut. Noch eine Custom Order von Iceflower. Wildleder und cremige Vanille mit Peony. Und guckt mal mit so einem Rosenknöspelchen drauf. Oh Gott. Der ist so schön. Also erstmal Wildleder, Vanille, cremige Vanille. Der Wildlederduft ist definitiv da. Es ist aber nicht, dass der euch anspringt. Der ist durch die Vanille schön abgemildert. Und dann kommt diese florale Peonienote, diese Pfingstrosennote. Oh Gott, ist der schön. Eine gelungene Mischung. Also kalt, absolut eine gelungene Mischung. Iceflower Sweet Home Lally Breck. Ja, ich denke. Da ist drinnen Green Leaves, Sandalwood, Bergamot, Wild Violets, Wormwoods, French Lavender. Und Musk. Oh, der ist so schön. Aber auch schwer zu beschreiben. Man riecht definitiv, dass da Sandelholz drinnen ist und auch Moschus. Er hat eine ganz leichte Parfümigkeit. Man riecht ein bisschen das Holzige, ein bisschen floral, ein bisschen das Grüne. Nochmal Iceflower Custom Order.
Blaue Lagune, Salty Sea Air und Musk. Ich mag Düfte mit Salty Sea Air super gerne, weil das ganz oft parfümig wird. Hier ist jetzt sogar Musk mit drin, also Moschus. Ich gehe davon aus, der wird parfümig. Schaut übrigens so aus, total süß. Und am Po ist er noch mal ein bisschen dunkelblau. Und der ist toll. Also er hat dieses Aquatische von der Blauen Lagune. Er hat dieses leicht salzig Parfümige vom Salty Sea Air. Und ich denke, durch den Moschus wird er so richtig parfümig in der Lampe. Mega. Mega. Und Iceflower Hearts and Kisses. Moment. Ich habe hier eine Lupe. Weil die Inhaltsstoffe sind wirklich sehr klein. Selbst mit Brille, ich sehe das nicht. Ein bezauberndes Bouquet aus frischer Passionsfrucht, toskanischen Weintrauben, rosa Pfingstrosen und Vanilleorchideen. Ja. Und das ist ein floraler Duft mit parfümigem Einschlag. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich den auch schon mal hatte und ich habe ihn nicht als negativ an meinem Kopf abgespeichert. Deswegen werde ich den wohl mögen. Dann habe ich von der Wachsmacherei noch Lavender Lace. Einer der schönsten Lavendel-Vanille-Düfte, die ich kenne. Afrikanische Vanille, französischer Lavendel, rosa Zuckerfäden, zarte Blüten und heller Moschus. Und Leute, der ist so wunderschön. Der ist lavendelig, der ist vanillig, der ist parfümig. Der ist in der Lampe mega stark und der hält auch richtig lange durch. Das weiß ich. Ich hatte den Duft schon ein paar Mal und habe sogar noch einen Snapbar davon und freue mich, dass ich jetzt ein zweites habe, denn ich liebe diesen Duft wirklich. Ein Traum, Leute, ein Traum. Dann habe ich hier von der Wachsmacherei die Sommerpoesie. Zarte Blüten, Bernstein, Vanille, Moschus, Puder und Kaschmir. Das Melt ist so ein schönes, dickes, großes Herz. Ja. In rosa und lila gehalten. Und der ist so kuschelig und so pudrig und parfümig. Oh. Ein Träumchen. Auch den Duft habe ich bereits, das heißt, ich habe ihn jetzt zweimal, aber ich finde den so schön, dass ich mich freue, den zweimal zu haben. Einfach, weil er so wunderschön ist. Ich liebe ihn. Und ich habe keinen Platz mehr. Muss ich jetzt da hinlegen. Von Miss Curly Wax eine komplette Tafel Kaffee. Ihr wisst, ich liebe den Kaffeeduft von Jenny. Manche Leute riechen da keinen Kaffee, sondern Popcorn. Ich rieche Kaffee. Ja, Kaffee mit so ein bisschen was Nussigem. Ich liebe ihn. Und jetzt muss ich mit meiner letzten Tafel auch gar nicht mehr so sparsam sein, wie ich dachte, dass ich müsste. Ich habe ja jetzt Nachschub. Und dann habe ich hier noch 4 Tafeln von der Wachsmacherei, alles Custom-Gießungen. Ich freue mich. Wir fangen an mit dem Mojave Desert. Also ich denke, es wird Mojave ausgesprochen. Wir könnten eigentlich mal Google fragen. Wenn man bei Google auf den Translator geht. Text. Mojave Desert. Mojave Desert. Mojave Desert. Ja, Mojave. Also das hätte ich jetzt auch so vermutet, die Mojave-Wüste, ne? Ich kenne den Duft nicht. Ich weiß, dass die liebe Katrin sehr davon schwärmt. Nun, komm raus. So schaut es aus, ist eine ganze Tafel.
Ich weiß nicht, was drinnen ist. Es ist ja eine Custom, da stehen vorne keine Inhaltsstoffe drauf, keine Duftkomponenten. Mir kommt was Warmes entgegen. Es ist wirklich ein warmer Duft. Ich meine, was leicht Holziges zu riechen. Vielleicht aber auch was Grünflorales. Und das Ganze ist parfümig. Da ist sicher auch Sandelholz und so drin. Der riecht toll. Ich freue mich so. Ich muss mal schauen, wann ich den das erste Mal anteste. Der riecht kalt. Mega schön. Mojave Desert. Sweetgrass und Dandelion von der Wachsmacherei. Auch das ist ein wunderschöner Duft. Den kenne ich. Na. Der ist herrlich grün, frisch, ein bisschen süßlich. Das Sweetgrass bringt die Süße mit. Dandelion macht es wieder so ein bisschen herber, aber auch frisch. Wunderschön. 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 Ein Traum von einem Duft. Zitronenblatt und Lindenblüte. Den kannte ich vorab noch nicht. Ich habe ja schon dran gerochen. Der riecht fantastisch, Leute. Der riecht fantastisch. Der ist unglaublich krass zitronig, aber angenehm zitronig, nicht reiniger. Die Lindenblüte rieche ich noch nicht mal, aber vielleicht sorgt die dafür, dass die Zitrone eben nicht so reinigermäßig ist. Das ist so ein schöner, zitrischer Duft. Den hebe ich mir für den Sommer auf. Zitrische Düfte sind bei mir im Sommer immer goldrichtig und ja, ich freue mich. Und der letzte von der Wachsmacherei, ebenfalls eine Tafel, ist mein geliebter Sleeping on Clouds. Und Sleeping on Clouds ist so eine Mischung aus Lavendel und Baumwollblüten. Und der riecht aber nicht nach Baumwolle. Also, nein. Er riecht wie eine schöne, sanfte, beruhigende und kuschelige Lavendel. Ich finde den Namen auch goldrichtig gewählt. Das ist einer der schönsten Schlafzimmerdüfte überhaupt. Ich liebe ihn. Und ich habe nur noch ein ganz kleines bisschen hier in meinem Vorrat von einer anderen Tafel. Und ich kann ihn endlich leer machen, ohne das Gefühl zu haben, dass ich den Duft dann nicht mehr habe. Denn ich habe ihn ja jetzt wieder. Oh mein Gott. Vielen, vielen, vielen lieben Dank. Ich freue mich so sehr. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. So, und jetzt habe ich hier noch eine Kiste mit Erwachsen. Huiuiuiui. Leute, es ist richtig, es ist viel, es ist wirklich viel, es ist so traumhaft. Vielen Dank, dass ihr mich so reich beschenkt habt. Ich weiß gar nicht, womit ich das verdiene. Ich freue mich so. Latida, Sealed with a Kiss, das ist Woody, Floral und Citrus. Ist ein komplettes Clamshell. Und ja, der ist ein bisschen holzig, der hat ein bisschen was Zitrisches. Und ein bisschen was Florales. Ich glaube, das ist im Sommer ein sehr schöner Duft. Ihr wisst, ich bin streng saisonal. Ja. Oh, hier fällt schon alles. Von Bea. Charlotte's Secret. Und ich rieche kaum noch was, Leute. Ich hoffe, wir kommen noch durch. Meine Nase möchte jetzt schon keine feinen Nuancen mehr rausriechen, weil wir schon so lang dran sind. Und guck mal, da sind Blüten drauf und so ein kleiner Schlüssel. Voll hübsch. Es ist auf jeden Fall was Florales drin. Und er hat für mich so ein bisschen was Mystisches. Ohne es genauer definieren zu können. Gefällt mir. Nochmal Bea. Der Feel Free to Shine. Ich hatte den schon einmal oder sogar zweimal. Ich weiß auch, dass ich ihn mochte.
Aber ich weiß nicht mehr, was drin war. Und ich meine, ich hatte den bisher immer so im Spätsommer. Deswegen werde ich den auch im Spätsommer wieder nutzen. Genau. Von Ice Flower ein Mystery Scent. Da weiß man ja nicht, was da drinnen ist. Es ist irgendwas mit Kokosnuss auf jeden Fall. Ich habe eine Kokosnote. Vielleicht noch was Florales. Weiß man ja nie so genau. Dann habe ich von In the Mood Design Winter Blossom. Das sind ja hübsche Melts. Also In the Mood hat ja schon immer echt hübsche Melts gemacht. Ne? Schaut mal. Und das ist von einer Tafel. Und ja, es riecht sehr, sehr floral, sehr angenehm floral. Frisch für mich wirklich wie die ersten Blüten. Winterlich finde ich ihn jetzt eigentlich gar nicht mal. Aber gut, streng genommen, die ersten Blüten kommen ja im Winter. Also dann ist es ja noch nicht Frühling. Für mich ein schöner Frühlingsduft. The Bathing Garden, a Golden Vanilla. Ein fast volles Clamshell. Und da ist irgendwas Fruchtiges mit drin, würde ich sagen. Oder? Obwohl von vorne riecht es fruchtig, von hinten nicht. Als wäre in der Vanille noch was leicht Fruchtiges, was hellfruchtiges und vielleicht auch irgendeine florale Note. Aber so genau weiß man das bei The Bathing Garden ja auch nicht. Gefällt mir auf jeden Fall sehr gut. Wohin? Ach je. Irgendwann, wenn es gleich kracht, ist neben mir der Duftstapel eingestürzt. So, noch ein Duft und ich glaube, dann müssen wir die Kamera neu starten. Iceflower, Gardenia und Sweet Peaches. Das ist leider ein bisschen gebrochen. Ist aber nicht schlimm, kommt ja eh in die Lampe. Und das ist auch eine schöne Pfirsichnote. Ich bin nicht Frau Pfirsich. Ich hatte eine Zeit lang mal so einen richtigen Pfirsich-Flash, sag ich mal. Dann habe ich jahrelang Frühling, Sommer viel Pfirsich gedüftelt. Und irgendwann habe ich mich dran überdüftelt. Es stand mir bis hier und ja. Das ist aber eine schöne, süße Pfirsichnote gepaart mit was Floralem. Finde ich wunderschön. Wäre für mich auch ein Frühlingsduft und kein Sommerduft. Also, so, und jetzt muss ich die Kamera neu starten. So. Alles so aufregend. Iceflower Spa Garden. Eine Tafel, die leider auch gebrochen ist. Das passiert gerne auf dem Transportweg. Finde ich jetzt aber auch nicht so schlimm. Und ja, er hat was Florales, aber irgendwie auch was Frisches und Cremiges, leicht Zitrisches und hat tatsächlich so einen kleinen Spa-Moment. Wäre für mich auch ein Frühlingsduft, allerdings jetzt nicht am Anfang des Frühlings, sondern so eher Ende April, Mai vielleicht. Wenn einfach die Blüten nicht mehr so zart und sanft sind, sondern schon richtig ballern, da könnte ich mir den richtig gut vorstellen. Von der Wachsmacherei Sunflower Cashmere. Da ist drin Sonnenblumen, Rosenholz, Bernstein, Kaschmir, Jasmin, Vanillemoschus und Zedernholz. Und von den Inhaltsstoffen her schreit er meinen Namen. Das ist hier noch so ein halbes Melt. Und der ist schön. Man riecht direkt Moschus. Und die Kaschmir und dieses leicht holzige, ich denke von der Zeder, könnte auch das Rosenholz sein, ich weiß es nicht. Wunderschön. Hätte ich die Duftkomponenten nicht drauf, ich hätte Kaschmir und Moschus erraten, wobei es ist ja Vanillemoschus.
Auf die anderen Sachen wäre ich nie gekommen. Aber das Gesamtwerk ist einfach wunderschön. Classic Farmhouse Candles Peach Cobbler. Auch das Tütchen lasse ich jetzt zu. Sonst bin ich hier stundenlang am Friemeln, um es wieder zu schließen gleich. Ein mittelmäßiger Duft für mich. Einfach, weil ich nicht so der Fan von diesen Cobbler-Düften bin. Und unabhängig davon, welche Frucht da mit drinnen ist, ich werde ihn trotzdem natürlich testen. Solo, vielleicht auch mal gemischt. Ja, ist halt ein gebäckiger Duft mit Pfirsich, ne? Wie packe ich dich hier hin? Dann habe ich von Iceflower Make a Wish with Galaxy Kisses. Der ist so verpackt. Ich zeige euch das gleich genauer. Gibt Chamomile, Rosemary, Hint of Honey, Floral Heart of Roses and Lavender, Sugar und Vanilla Bean Noel. Klingt ja schon toll. Das Melt ist schwarz mit so einem, ja, das ist ein Aufkleber da drauf, eine Rose. Ich rieche dieses Florale. Ich bin aber ehrlich, ich wäre nie auf Rose und Lavendel gekommen, wenn ich es nicht wüsste. Ich rieche den Honig und der ist ganz knapp an der Grenze, weil, habe ich ja eben schon erklärt bei der Honigkerze, Honig ist mir manchmal too much. Und der ist hart an der Grenze zu too much. Könnte aber halt so noch gehen. Ich rieche was leicht Süßliches, das könnte Sugar sein, Vanilla Bean Noel oder auch Chamomile. Ja. Ich bin sehr gespannt. Ich kann ihn mir jetzt gar nicht vorstellen, wie er warm sein wird. Ich hatte den auch noch nie. Aber ich lasse mich da ja auch gerne überraschen, ne? Iceflower Clothesline Apple Fresh. Der hat mich beim Auspacken sehr überrascht. Denn er riecht tatsächlich nach einem Apfelweichspüler. Also dieses Clothesline wirkt hier wie ein Weichspüler. Und man riecht wirklich Apfel. Also, ich finde das super angenehm. Wie ein Apfelweichspüler. Ja, und ich mag das. Das riecht super in meiner Nase. Ich stelle mir den toll vor im Schlafzimmer, wenn man gerade die Bettwäsche vielleicht frisch bezogen hat, um diesen frischen Duft zu verstärken, dieses frische Gefühl, den in die Lampe. Ich glaube, das ist goldrichtig. Von Bea, Love for Most of All, ein fast volles Clamshell, da fehlen nur zwei Stücke. Den Duft kenne ich, das ist ein Herbstduft, komplett ohne Gewürze, eher so in die kuschelige Richtung. Eher so was gemütlich, leicht kuscheliges, wenn es draußen schon so ein bisschen windet und ja kühler wird und der Herbst sich ankündigt. Und der hat dann dieses Kuschelige, was einen nochmal auffängt und ja, mag ich. Velouchier mit A Succulent Pink Grapefruit. Den lasse ich jetzt auch zu. Das ist ein halbes Melt. Der hat tatsächlich eine Pink Grapefruit Note, aber sehr angenehm. Süßlich, fast schon limonadenartig. Der hat überhaupt nichts herb-bitteres von der Grapefruit mehr. Durch dieses Pinke und für mich limonadenartige riecht er einfach nur wie eine leckere Limo. Und als Limonadenduft würde ich den im Sommer ansiedeln. Ein Riesenbeutel, abgegossene Melts von einer Kerze, Bath & Body Works. Midnight Spell. Und ich habe von meiner lieben Julia schon mal zwei oder drei Stücke davon bekommen, hat ihn aber noch nicht warm, finde ihn aber kalt sehr schön. Der hat was Frisches, Ozoniges. Da ist aber sicher auch was Holziges bei. Und ich weiß nicht, ob da was Florales oder Fruchtiges mitschwingt, das ist so schwer zu definieren. Ich müsste mir da wirklich mal die Duftbeschreibung von der Kerze anschauen.
Gefällt mir aber unheimlich gut und ich habe hier einen ganzen Beutel Melz davon. Sehr schön. Burchin Lavender Musk, also Burchins Wax Melts, Lavender Musk, zwei Stücke noch drin. Der riecht soweit gut, aber da ist ein, Moment, so sieht das aus, eine Unternote, die mich irritiert. Ich weiß nicht, ob es auch schon wieder Honig ist. Es könnte eine Honignote sein. Ich muss mal schauen, wie der sich warm entwickelt. Prinzipiell mag ich Burchins Düfte sehr gerne. Wachsmacherei Lavender Milkshake. Da sind zwei so Bunny Melts drinnen. Ja, hier so diese Bunnies. Ach, schön. Vanillecreme, süße Früchtchen, Zitrusakkorde, Kaubonbons, Zuckerkristalle und Lavendelblüten. Und ihr riecht dieses milchige, leicht lavendelige und die Kaubonbons, die riecht man tatsächlich, weiß ich, warm raus. Aber ich finde, das hat was. Es ist einfach mal, ja, was anderes als die typischen Lavendeldüfte. Mag ich. Oh, hier ist so viel noch. Hier weiß ich gar nicht, was das für eine Firma ist. Pink Grapefruit Sorbet ist drin. Das ist wie so ein Becher gemacht mit so Eiskugel. Wachsmalz. Und es riecht schon nach Pink Grapefruit, aber nicht so stark wie jetzt zum Beispiel eben der von Velici. Ich bin gespannt. Ich denke, ich werde den im Sommer testen. Soul Fragrance, Lavendel, Milchschnitte, saftiger Milchkuchen, frische Lavendel, Vanilleschoten und geschlagene Sahne. Und der riecht sehr schön. Es riecht wirklich lavendelig, milchig. Den Kuchen, also dieses Gebackene, rieche ich kalt nicht raus. Vielleicht kommt das warm. Gefällt mir. Aber es sind auch nur sehr wenige Lavendeldüfte, die mir nicht gefallen. Ne? Den Duft hier habe ich schon, finde ich aber sehr schön und deswegen macht das gar nichts. Wachsmacherei Rose Petal Sugar. Da ist drinnen Rosenblüten, pinker Zucker, dunkle Pflaume, pinker Jasmin, Mandarine, Geranie und Vanillezucker. Und ich finde diesen Duft echt toll. Er riecht süß, er riecht rosig. Ach. Und irgendwie hat er so was Angenehmes, Behagliches. Frühling. Auch hier wieder leider gebrochen, aber nicht schlimm. In the Mood Design, Cover Me in Lavender. Ist nicht schlimm, dass es gebrochen ist. Lange ich ja eh in der Lampe. Hinten eine Tafel. Ne? Und das ist auch kein purer Lavendelduft. Das ist Lavendel. Da könnte ein Hauch von Kokosnussbutter drin sein, aber nicht so krass wie bei Coconut Milk Lavender. Aber so in diese Richtung gehend. Der hat auch dieses cremige und ja, der ist schön. Sagen wir einfach, der ist schön. Sensi Pink Pine and Berry, den habe ich auch noch zweimal hier, daran hört ihr schon, dass ich ihn mag. Hier kommt nochmal ein fast volles Clamshell. Man riecht tatsächlich diesen Nadelbaum, diese Pinie, dazu kommt dieses ja, Beerenartige und Süße, was den Duft komplett verändert und der wird warm, parfümig und ich finde, der hat einfach was, ich finde, der ist unique. Sowas hat nicht jede Firma. Man muss aber Nadelbaumdüfte mögen, weil die Pinie kommt schon durch. Ja, aber ich finde den toll. Fiji Flower von Sensi, der ist komplett voll. Den kannte ich tatsächlich überhaupt nicht.
Der ist an mir vorbeigelaufen. Ich weiß nicht warum. Ich muss aufpassen, der trieft schon vor Öl und das kommt auch schon raus. Und ja. Ich weiß auch nicht, was da passiert ist. Der war zu. Und ich weiß nicht, seht ihr, dass da ein Loch ist in der Mitte? Keine Ahnung, was da bei Sensi passiert ist. Auf jeden Fall riecht der toll. Der hat was Florales, aber auch ganz viel Frucht. So ein bisschen tropisch, fruchtig. Finde ich schön. Finde ich sehr schön. Soul Fragrances im Himmel fahre ich Karussell. Seidige Vanillewölkchen, warmer Bernstein, Moschus, holziger Kaschmir und Amber. Auch das ist gebrochen, weshalb ich jetzt nicht das komplette Melt rausholen kann, sondern nur so Stücke. Der riecht sehr sanft. Bin ich von Claudi gar nicht gewohnt, dass die Düfte so sanft sind. Ich weiß aber, dass da so ein neuerer Duft ist. Der war im letzten oder vorletzten Collect-Up Day, glaube ich, drin. Ja, er ist sanft, aber von den Duftkomponenten her gefällt er mir. Noch einmal von Claudi, also Soul Fragrances. Cosmic Vibes, Sandelholz, Tangelo, Kokosnussmilch, weißer Moschus, Patchouli, Pikakeblüte, was immer das ist, Gardenie und Vanille. Und das sind hier lauter so solche Melts. Und mir gefällt er, das ist wieder was Florales. Leicht parfümig. Ja, mir gefällt der. Ja, so klar ist der parfümig. Ist ja auch Sandelholz drin. Ja, ich finde den schön. Candle Daddy Teabagged. Zwei Stücke aus einem Clamshell. Es ist für mich ein Schwarzteeduft mit Zitrone. Recht klassisch. Mag ich. Ich muss jetzt mal ein bisschen schneller machen. Wir haben nur noch 12 Minuten und ich möchte die Kamera ehrlich gesagt nicht noch einmal starten. Bear Autumn in Vermont. Ist ein sehr süßer Duft. Ich weiß, das waren so Sachen wie Brombeermarmelade und so. Sachen, die ich so gar nicht rausgerochen habe. Für mich ist das einfach ein süßer, fruchtiger, sanft cremiger Duft. EBM Southern Iced Tea, den kenne ich. Den habe ich auch hier. Das ist ein herber Eisteeduft. Also dieser Eistee kommt mir immer so vor, als wenn der nur sehr wenig gesüßt wäre und nicht so übersüßt wie die meisten. Ein herber, frischer Zitronen-Eisteeduft. Wachsmacherei Coconut Rose. Der ist schön. Sie bringt es so gegossen. Und der riecht wirklich nach Rose, abgemildert mit Kokosnuss. Vielleicht sind da auch noch ein paar andere Blümchen mit drin, die damit schwingen. Na, gehst du wieder zu. Jetzt. Wachsmacherei Lavender Wedding. Auch den habe ich hier. Hier kommen nochmal zwei Stücke. Weiße Rose, Jasmin und Iris, Lavendelknospen, Vanilleblüten, Baumwolle und Regen und Sandelholz. Und das ist für mich ein ganz sanft floraler Duft. Sanft, unaufdringlich, aber trotzdem wunderschön. Die Baumwolle, finde ich, riecht man durch, aber jetzt nicht krass, sondern dass es angenehm ist. Buttercup Candles, ich liebe die Firma. Limoncello Cupcake. Den kenne ich auch noch nicht.
riecht so toll. Ihr riecht dieses Limoncello, aber ihr riecht auch wirklich einen wunderschönen Cupcake, eine wunderschöne gebackene Note. Ein richtig toller Foodie-Duft. Gefällt mir sehr, 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 sehr gut. Reindeer Tracks, der war von RG Wax, also Rose Girls, den habe ich auch. Herbal Clean Shampoo von, das ist ein Aveda Type, und Twilight, ein Lush Type. Das riecht für mich tatsächlich wie ein Haarshampoo oder ein Haargel. Ja, also hat so ein bisschen was Wellness-mäßiges. Und ich würde den im Winter einsortieren. Einfach so, um dieses Gefühl zu verstärken, wenn man baden war, hat sich auch noch die Haare gewaschen, um dann mit einem Duft dieses sauber Gefühl zu verstärken. Genau. Von der Wachsmacherei Goodnight Darling, den hatte ich mal. Der ist bei mir leer und jetzt habe ich wieder Sandelholz, Lavendel, Veilchen, Jasmin, Kaschmir, helle Hölzer, Vanille, Tonkabohne und Zucker. Und da hört ihr ja schon, das ruft meinen Namen, ne? Da ist noch richtig viel von da und das ist so ein schöner Schlafzimmerduft, Leute. Liebe ich. Moment. Was muss ich hier hinlegen? Soul Fragrances Pink Petal Tea Cake. Interessant verpackt. Ich glaube, den Duft kennt jeder. Es ist definitiv ein Foodie-Duft mit Blüten, mit was Gebackenem. Ich mag den auch nicht immer. Es gibt so bestimmte Momente, da finde ich den schön. Aber ich kann den nicht immer in die Lampe tun. Trotzdem finde ich das gut, dass ich den habe und auch mal von Claudi testen darf. Von ihr hatte ich den nämlich noch nie. Milkhouse Candle Lemongrass Tea. Ich glaube, diesen Duft gibt es nicht mehr. Was super schade ist. Der ist nämlich schön. Dieses Zitronengras ist so schön mit dieser Teenote dahinter. Oh Gott. Ich glaube, den gibt es nicht mehr. Aber ein Traum von einem Lemongrass-Tea-Duft. Gott, ist der schön. Glam Wax, A Bedtime. Da sind noch 4 Stücke drin. Ich bin gespannt, weil Glam Wax und ich, das ist auch nicht immer Freundschaft. Die sind mir oft einfach zu schwach. Ich sag's, wie es ist. Ist ein klassischer Bedtime. Duft. Ja, ich denke, da muss ich nicht viel zu sagen. Ihr kennt diesen Duft alle. Bea Tinkerbell's Garden. Den habe ich auch noch hier. Der ist auch schon in meiner Frühlingskiste. Ist ein schöner floraler Duft. In grün und so Fliederfarben gegossen. Und Flieder ist auch drin. Also der hat eine klare Fliedernote mit was Grünem. Vielleicht sind es die Blätter, die Stängel. Was Liebliches ist da drunter noch. Und ich hatte den auch im letzten Frühling an und ich fand den super schön. Und ich werde den auch diesen Frühling wieder super schön finden. Claudi Märchengarten. Ich glaube, da ist was Apfeliges mit drin. Aber ja, meine Nase ist jetzt wirklich ziemlich durch. Wir sind, ich glaube, jetzt fast 1,5 Stunden oder länger dran. Und langsam lässt meine Nase nach. Finde ich aber gut. EBM Fresh Picked Cucumber.
ein Gurkenduft. Zwei Stücke. Und ja, frisch, grün, wässrig grün und ein bisschen herb. Man riecht die Gurke wirklich richtig gut raus. Die Salatgurke, ne? Inklusive der dunkelgrünen Schale, die riecht man. Keine Süße, es ist ja keine Melonennote dabei, also oft wird ja Cucumber mit Melon gemischt. Das ist ein purer Cucumberduft, mag ich. Mag ich sehr gerne. Und dann habe ich noch Soul Fragrances Amour Amour. So ein Schmetterling. Und dann sind wir durch. Halleluja! Nur meine Nase streckt wirklich schon. Ich glaube, das ist was Florales. Wie gesagt, ich rieche jetzt nicht mehr viel. Leute, es war so viel. Und ihr könnt euch vorstellen, an meinem Geburtstag, wie ich gestrahlt habe beim Auspacken all dieser wunderschönen Schätze. Ich lese jetzt noch einmal die Namen ab, sonst vergesse ich jemanden. Lieber Manuel, liebe Julia, liebe Susanne. Meine liebe Manu, liebe Manuela und liebe Katrin, ich danke euch für diese wunderschönen Sachen. So viel hätte es gar nicht sein müssen. Ich freue mich aber wirklich wie ein Schnitzel. Ihr habt mich wirklich glücklich gemacht, damit ich... Da werde ich Monate für brauchen, mit den Kerzen sogar Jahre, bis ich das hier alles weggedüftelt habe. Ich freue mich so sehr, das glaubt ihr gar nicht. Ja, ich habe mich zwar schon bei jedem Einzelnen bedankt, will es aber halt auf diesem Wege nochmal machen. Also danke, 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 ihr Lieben. Es wäre nicht nötig gewesen, aber ich freue mich. Ja. Wie gesagt, ein Paket ist noch unterwegs. Das werde ich euch dann separat abfilmen. Und dann war es das. Dann ist der Geburtstag vorbei. So schön es auch war, es ist halt nur einmal im Jahr. Ja, und mal schauen, was denn das nächste Jahr dann bringt. Ich bedanke mich dafür, dass ihr zugeschaut habt. Ich hoffe, die Kamera war nicht ganz so schlimm heute, was das, ja, was die Unschärfe vom Autofokus angeht, was das Gewackel angeht, was Flecken angehen und so weiter. Wie gesagt, ich hadere selber mit dieser Kameraqualität. Ich hoffe, es war für euch einigermaßen erträglich. Schreibt mir doch was Liebes in die Kommentare, das würde mich unglaublich freuen. Und ansonsten sage ich nur, genießt den Frühling, bleibt gesund, macht's gut und tschüssi.